Hey Zahidi, warum ist 30 Jahre lang sonst keiner drauf gekommen, die Outriders aufzuwecken? Tja, nach dem, was im Wald mit dir passiert ist, sie wollten ein Heilmittel entwickeln, aber daraus wurde nichts. Aber wenn es keine Heilung gibt, woher wusstest du, dass ich das Öffnen der Kapsel überlebe? Ich wusste es nicht. Tut mir leid, ich wollte nur den Ablenk finden. Klar, verstehe. Prioritäten. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Transferbefehl. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. Ich habe eine alte Karte. B2 muss die große Kapsel auf der anderen Seite der Brücke sein, links von dir. Wie komme ich denn dorthin? Folge der Stadtmauer. Dann kommst du automatisch zur Anlage.
Ein Tagebuch. Bin drin. Ich suche jetzt nach den Kapseln. Ich habe Skarstad gefunden. Wie meinst du das? Ist er am Leben? Nein. Dank ECA ist er jetzt ein Terrarium. Komm schon! Skarstad? Verdammt! Wir haben zusammen in Bagdad und Caracas gekämpft. Er gab niemals auf. Hätte den Dienst auf seinen zwei Beinen beenden sollen. Hätten sie alle. Zahidi, dass die ECA Experimente an uns durchgeführt hat? Nein, wirklich nicht. Aber die Outriders waren als Erste von einer fremden Mikrobe befallen. Es war legitim, euch zu untersuchen, um andere zu retten. Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Das ist krank. Was hast du rausgefunden? Niemand anderes. Tut mir leid, Outrider. Aber dass es einige geschafft haben, dass eure Kälteschlafkapseln all die Jahre weitergelaufen sind, wie durch ein Wunder. Du bist ein Glückspilz. Ja, wir werden sehen.